So. Wie war denn für dich heute das Mountainbike-Fahren? Ja, dass ich den Scheiß dann gefahren habe, da muss ich nicht sagen, ne? Aber sonst ja keine Strecke, vor allen Dingen ist der Hammer gewesen. Ja. Sollen wir mal kurz was reinspielen? So, moin und willkommen zu diesem neuen Hashtag nachgefragt Video. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem Namen dafür ein bisschen unzufrieden, weil das, ja, soll eigentlich nicht mehr nur für Fragen sein, sondern eigentlich nur so allgemeinen Sachen, ne? Wo man dann einfach ein bisschen update-mäßig, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das nennen würdet. Ne? Da gibt es ja bei ganz vielen verschiedenen Menschen ganz viele verschiedene Namen für. Ich finde es schwierig, das dem Format hier, nennt sich das Format? Ja. Ja, ne? Namen zu geben, einfach nur, weil es, glaube ich, zu 99% eh immer heißt, hast du nachgemacht. Ne? Egal, ob man es jetzt Monatsupdate nennt oder Frage-Antwort oder Q&A oder sonst wie. Ne? Da gibt es ja mehrere Varianten. Ja. Deswegen schreibt mir mal bitte und das Video in die Kommentare, wie ihr das nennen würdet, wenn da auch so andere Dinge drin vorkommen, wie zum Beispiel, also bevor wir zu den Fragen kommen, in Hannover sind ja demnächst wieder die PS Days und man kann sich dafür bewerben und ja, fahrt ihr dahin, hättet ihr Bock drauf, dass ich da mal versuche, eine Bewerbung hinzuschreiben, dass der Wagen da steht, weil, naja, der ist noch nicht so hübsch genug, dass man den auf eine Messe stellen muss, aber bei dem würde ich fast sagen, kann man das wirklich mal machen, oder? Ja. Jo. Müsst ihr mal drunter schreiben, dann weiß ich da Bescheid, ob ich mir die Mühe da mache. Ja. Ich würde sagen, wir starten mal mit den Fragen aus YouTube. Hatte ich mir auch gedacht. Einmal eine Frage von Mr. C. Wie wechselt man die Rumpfgruppe vom Turbo selber? Ja, ganz kurz vorweg. Ich kenne die Fragen dieses Mal. Wenn ihr es geiler findet, wenn ich die Fragen gar nicht kenne und der Marcel da hinter der Kamera mich hier wieder bombardiert mit Fragen, die mich komplett aus der Reserve locken könnten, haut das auch mal in die Kommentare. Turbolader-Rumpfgruppe selber tauschen, schwierige Sache. Ich habe es einmal versucht und es ist komplett in die Hose gegangen. Du erinnerst dich eventuell dran? Ja. Ja, also ich habe vom Bekannten für einen sehr guten Kurs eine Rumpfgruppe bekommen, weil er die nicht mehr gebraucht hat und die schon ein paar Jährchen in der Ecke lag. Ich habe sie eingebaut, habe gedacht, ist alles super. Habe wohl irgendwo verkantet und die war nach 5 Kilometern oder sowas. Sehr kurze Zeit. Sehr, sehr kurze Zeit war das Ding so im Arsch, dass da literweise das Öl durchgegangen ist. Deswegen, einen Turbolader kaufe ich am liebsten gar nicht. Zumindest nicht Serienturbo. Also wenn irgendwann mal ein Upgrade kommen sollte, dann gerne, aber ja, keine Ahnung. Also wie man es hochoffiziell richtig macht, weiß ich nicht, ob man da irgendwie Vermessungswerkzeug braucht, ob die Verdichtergehäusehälfte, ob die vermessen sein muss aufs Turbinenrad oder ob da so ein Standardmaß einfach reinkommt. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, wenn ich da keine richtige Antwort geben kann. Machen ja auch nicht alles wissen. Nee. Und das ist halt auch ein spezielles Thema. Ja, ja. Wenn ich es irgendwann weiß, mache ich ein Video drüber. Ryan Zettel, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Ryan. Oder. Ja. Fragt, was ist der zweitbeste OPC? Ich finde den Astra G OPC 1 eigentlich wirklich ganz gut. Nach dem H. Für manche ist der G der beste, aber ja. Der JOP 10 zum Beispiel ist für mich nicht so interessant.
Ist zu moderne Einspritztechnik drin. Ein Corsa, ja, ist ein schön klein. Müsste noch deutlich leichter sein als ein H. Aber für Rundkurs und sowas würde ich zum Beispiel immer ein Astra G OPC 2 nehmen, wenn man ein bisschen mehr Leistung haben will. Ansonsten wirklich ein 1er, weil die, ja, die haben halt jetzt nicht so die super Leistung, dass das sofort komisch wird. Und sonst ist der H eigentlich echt eine richtig schöne Mischung zwischen, man kann auf Rennstrecke fahren, man kann ihn jeden Tag fahren und man kann auch mal so sportlich fahren und auch höchstgeschwindigkeitsmäßig auf der Bahn für einen kurzen Moment mal. Ja, ist auch ausreichend. Und, mach du erstmal weiter, da kommen wir gleich zu. Ich kenne ja die Fragen. Alles klar. DSK Performance. Wann mal treffen? Ja, hatte ich vor ein paar Monaten schon mal zu aufgerufen. Da hatten sich sehr wenige Leute gemeldet. Dann habe ich den Leuten ein bisschen genauer gesagt, wo das dann wäre. Also, ihr müsst verstehen, das ist keine offizielle Firma hier, wo es eine Anschrift gibt, sondern das ist meine private Werkstatt. Nur für mich. Ne, das, ich würde die Adresse gerne ins Internet schreiben, dass man hier ein Treffen machen kann, aber kann natürlich auch eine ganze Menge Unfug mit passieren dann. Ne, weil letztendlich hier wohnen auch noch Menschen und nicht, dass hier irgendwelche Leute vorbeikommen. Wenn ihr Bock habt auf ein Treffen, schreibt das auch mal in die Kommentare. Dann müsste man gucken, wie man das macht. Ich denke, dass ich das dann, wenn dann, wieder so probieren würde wie beim ersten Mal, wo letztendlich halt noch nichts zustande gekommen ist, dass ihr die Adresse jeder separat für sich dann über Instagram bekommt, aber dann müsste ich auch eine hundertprozentige Zusage haben. Es wäre für mich dann deutlich einfacher. Nicht, dass es nachher oder einen Tag vorm Treffen dann heißt so, nee, ich komme doch nicht. Weil so ein bisschen planen, damit muss man halt auch nicht, dass hier irgendwie 60, 70 Autos auf mal auf dem Hof stehen, weil das passt tatsächlich nicht. Wobei ich davon nicht ausgehe, dass so viele kommen würden. Ich glaube ich auch nicht. Ja, also wenn ihr Bock habt, ab in die Kommentare. Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie über von YouTube auf Instagram so ein bisschen rüber schubsen und dann da klären. Könnt mir auch so privat schreiben. Über Instagram. Ist ja unten auch verlinkt. Nächste Frage. Von IK Upload. Wird noch was an dem Lack am OPC 1 passieren? Zum Beispiel Lackierung, Aufbereitung? Ja, irgendwann ja. Die Leute, die auf dem OPC-Treffen waren, die haben den Lack natürlich gesehen von dem Wagen. Ist natürlich, ja, das Dach, Motorhaube ist katastrophal. Den Rest konnte ich mit Sprühwachs ein bisschen zurecht faken. Also es sah tatsächlich sehr passabel aus, aber wenn man genau hingeguckt hat, also der braucht eigentlich fast eine Komplettlackierung, würde ich fast sagen. Ne? So geil ist es nicht. Muss man dann auf Dauer mal gucken. Lust hätte ich schon, aber ist auch immer eine Geldsache. Und bevor ich bei dem Wagen von außen alles schick und schön mache, bin ich eher der Techniktyp. Weil, ja, muss nicht gut aussehen, muss fahren, ne? Ja. Ist bei dem Wagen tatsächlich einfach so. Frage von Laurin, OPC. Kommt der H OPC nochmal einen dicken Turbo? Würde ich gerne, aber irgendwann sagt, also Definition von dicken Turbo ist halt so eine Sache. Ne? Natürlich kann ich da jetzt einen Turbo drauf machen, der da 350, 400 PS reindrückt. Irgendwann wird es aber mit Eintragung schwierig, gerade in Kombination mit anderen Dingen. Ne? Oder man bezahlt halt echt riesen Unsummen. Und ich habe den Wagen tatsächlich doch so, dass er einigermaßen normal über den TÜV gehen kann. Was heißt einigermaßen normal? Da kommt gleich noch eine Frage. Die ist letztendlich, die ist ein bisschen fies, weil, ja, stell sie, die Auspufffrage.
ein anderer Turbolader eventuell irgendwann mal, um die Frage abzuschließen. Gut. Nick 1802 fragt: Hi, was war das mit der Eintragung bei dir mit der 3 Zoll Turbo? Gab es da Probleme, dB-Messung zum Beispiel? Ja, ich weiß nicht, ob das clever ist, das öffentlich im Internet zu sagen, aber die Downpipe ist eingetragen und auf dem TÜV-Bericht steht als Hinweis drauf, dass UpCut auch eine Friedrich-Abgasanlage ist, weil die ja eine ABE hat. So, die ABE sagt aber, also die ABE selber sagt aus, dass sie an einem serienmäßigen Fahrzeug getestet wurde, das heißt Original-Downpipe mit Vorkart, Hauptkart und Originaldurchmesser. Die Downpipe allerdings sagt aus, dass die keinerlei Einwirkung auf das Abgasverhalten hat. So, schwierig zu sagen. Also Downpipe ist eingetragen, einfach nur um da wegen hier Euronorm bla bla Sicherheit zu haben. Ja, weil man munkelt ja auch, dass es die Aussage, wie nennt sich das noch? Steuerhinterziehung wegen fehlendem Cut oder sowas. Gibt es ja angeblich auch. Manche sagen wieder, gibt es doch nicht. Ja, und der Rest steht als Hinweis drin. Im Falle einer dB-Messung, die ich selber noch nie gemacht habe, also ich weiß nicht, wie laut der Wagen offiziell gemessen wirklich ist, könnte eventuell knapp werden. Ja. Ansonsten muss man die Schalldämpfer halt mal ein bisschen nachstopfen. Wobei, dann hat man die auch wieder aufgemacht, dann wird einem auch wieder Manipulation vorgeworfen. Das ist ja immer ein schwieriges Thema, ne? Ja. Nächste Frage. Wieder von dem Nick. Downpipe mit Hitzeschutzband umwickeln, hilft das, den nächsten Krümmeris vorzubeugen? Wenn es ohne Vorkart schon gefahren wird und der Krümmer mit passendem Drehmoment angezogen ist, könnte man sagen, ja, das kann was bringen, muss aber nicht. Aber man könnte hingehen, das wird schwierig, habe ich mich noch nie mit befasst. Ja, man müsste erstmal rausfinden, wie entstehen die Risse denn jetzt wirklich. Ob's, weil nur die reine Temperatur ist gar nicht mal das Thema, sondern sehr schnell ansteigende Temperatur. Könnte also heißen, dass du deinen Wagen nicht richtig warm fährst. Weil ich habe den Wagen seit 2014 und Risse im Krümmer selber hatte ich noch nie. Es sei denn, die am Wastegate sind gemeint, ne? Weil die Krümmer, die verziehen sich ja und haben auch hier und da schon mal Risse. Ich weiß nicht, ob du denn im Thema bist. Ja. Ja. Kann aber auch vom Gießen schon mal Mikrorisse drin sein. Glaube ich nicht. Aber ich glaube persönlich, dass ein Hitzeschutzband nicht hilft, um Krümmerrisse vorzubeugen. Ist ja eigentlich nur eine andere Art als Hitzeschutz. Ja gut, die Temperatur bleibt schon mehr im Auspuff drin. Ne? Das heißt, die Temperatur steigt aber auch schnell. Wird aber auch gut abtransportiert. Cut wird schneller warm, funktioniert früher. Ist theoretisch besser für eine Abgasuntersuchung. Ja, ist aber nur eine andere Sache als ein Hitzeschutzblech. Nee, das sind schon Unterschiede. Ich gehe mal jetzt ganz stark davon aus, dass die Risse am Wastegate gemeint sind. Gegen die kann man sich nur sehr wenig wehren, es sei denn, man schleicht den ganzen Tag durch die Gegend. Kennst du die Risse? Hatte ich das schon mal gezeigt? Hat es mir schon mal gezeigt. Ja, im Turbo, in der Wastegate-Klappe, dass das dann zum Turbinenrad so langsam einreißt. Ja, letztendlich, klar, ist nicht schön, aber die Funktion wird dadurch eine ganz, ganz lange Zeit so wenig beeinträchtigt, dass man es eigentlich nicht merkt. Weil, ja. Nächste Frage. Das waren die Fragen. Das war's schon. Okay, gut. Ach stimmt, wir können uns das alte Video noch drunter gucken. Ja. Ja. Können wir das mal machen? Ja, wäre mal eine Maßnahme. Gut.
da kommt eben ein kleiner Schnitt. Wir suchen eben die Fragen raus und dann sehen wir uns wieder, ne? Mir ist gerade in einer kleinen Toilettenpause eingefallen, dass ich noch ein Thema ansprechen wollte. Und zwar wird es sehr, sehr wahrscheinlich dieses Jahr eine kleine Sommerpause von so 3-4 Wochen geben. Weil, ihr müsst verstehen, ich mache das hier wirklich schon seit fast 2 Jahren, jeden Samstag. Irgendwann wollte ich dann auch mal ein bisschen Ruhe haben. Ich hoffe, das ist verständlich, oder? Ja, klar. Ja, ich meine, letztendlich könnte man sagen, oh, hier ist doof für den Algorithmus und bla bla bla, aber ganz ehrlich, ich will auch mal im Sommer einfach ein bisschen entspannen und auch mal wieder irgendwas für mich tun. Ein bisschen Fahrrad fahren zum Beispiel. So, wir haben die Kommentare unter den YouTube-Videos noch rausgekrempelt, beziehungsweise unter dem letzten Nachgefragt-Video. Also wie gesagt, schreibt ihr immer drunter. Dann werden die im nächsten Video behandelt. In dem Fall aber tatsächlich nicht alle, weil es teilweise doch sehr, sehr, sehr komplex ist, wo man fast ein ganzes Video drüber machen kann, ne? Ja. Ja. Ja, dann schieß mal los. Was glaubst du, was die Serienkupplung aushält? Also wie viele PS, Newtonmeter kann sie ab? Gefragt von Opelana 1. Die PS-Zahl ist in dem Fall relativ egal. Es gibt nämlich auch Autos, die haben 1000 PS und haben irgendwie nur 600 Newtonmeter. Dann gibt es aber Autos, die haben 400 PS, dafür 800 Newtonmeter. Es kommt also immer aufs Drehmoment an, nicht auf die PS-Zahl. Und die Serienkupplung ist, glaube ich, so bei knapp über 400 auf jeden Fall an der Kotzgrenze. Als Anhaltspunkt für euch, der Astra H-OPC hat ab Werk, wenn keine Software drauf ist, 320 Newtonmeter. Zumindest ist der so angegeben. Nur, dass ihr da so einen leichten Differenzwert habt. Wenn ihr diese 80 Newtonmeter mehr aber über eine Software habt, merkt man das schon deutlich. Alles darüber würde ich dann immer wenigstens so eine zum Beispiel eine Sachs Performance-Kupplung empfehlen auf serienmäßigen Schwungrad. Das fährt sich dann eigentlich noch echt gut. So wie ich das da drin habe, braucht man nicht zwangsweise. So, noch eine Frage von Ihnen. Bekommt man einen Sportcar, zum Beispiel HJS und einen Erdluftkühler zum Beispiel von Wagner mit Originalauspuffanlage eingetragen? Wie sieht es mit Software aus? Eintragen? Ist natürlich immer alles eine Geldfrage, ne? Letztendlich kriegst du alles eingetragen, solange gewisse Werte eingehalten werden. Ein Ladeluftkühler zusammen mit einem Sportcut, egal von welchem Hersteller, prinzipiell muss jedes Teil für sich entweder ein Gutachten haben oder man lässt ein Gutachten erstellen, was nochmal sehr viel teurer ist. Aber wenn ihr einen TÜV-Prüfer habt, der da wirklich Bock drauf hat, dann kann man sowas tatsächlich eintragen. Ist halt dann nur eine Geldsache, ne? Weil man dann Gutachten selber erstellen muss. Gerade wenn alles Mögliche in Verbindung ist. Es gibt Dinge, die stellen sich da quer. Aber zum Thema Eintragung habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Da könnt ihr auch ganz gerne nochmal reingucken. Er stellt noch eine interessante Frage, aber da bist du auch, glaube ich, keine richtige Antwort drauf geben können, weil dann müsste er sich bitte auch an der jeweiligen Firma mal wenden. Was machen, wenn man mal liegen bleibt, sagen die Leute, also mit Turboschaden oder Schlimmere? Schleppt ein ADAC auch zum Beispiel 80 Kilometer zum Haustuner? Wie sieht es mit dem Schutzbrief der eigenen Versicherung aus? Liegen geblieben bin ich schon häufiger, leider. Bislang konnte ich aber immer von Kollegen abgeschleppt oder weggetrailert werden. Also ist alles schon vorgekommen. ADAC bin ich nicht drin, aber wenn ich richtig informiert bin, haben die so ein ADAC Premium Plus Super Duper Angebot. Ja. Die fahren dann ein
dahin, wo man hin will, egal wo man gerade ist. Richtig? Da bin ich auch nicht so ein Element. Aber ich meine wohl. Wenn es der Standardvertrag ist, dann zur nächsten Werkstatt. Wenn es der Premium-Vertrag ist, dann dahin, wo ihr hin wollt. Schutzbrief übernimmt letztendlich die Kosten für Abschleppen, aber das geht, glaube ich, nur einmal, ne? Dann ist, verfällt der. Richtig? Nein. Wie ich es weiß, Schutzbrief bleibt lang drauf, die Versicherung läuft oder man das abbucht. Okay. Und je nachdem, wie das in dem Vertrag geregelt ist, zur nächsten Werkstatt oder freien Werkstatt nach Wahl. Das ist aber versicherungsabhängig, wie dies in der Versicherungspolice steht. Okay, ja. Ich bin beim Abschleppdienst meiner Kollegen. Könntest du mal ein Video zu den Anzeigen machen im Astra-H, also Öltemperatur und Ladedruck? Wie du die Anzeigen angeschlossen hast. Ja, kann ich mal machen. Wollte ich schon länger machen und ich glaube, derjenige hat es auch echt schon irgendwie unter 3-4 Videos drunter geschrieben. Ich weiß nicht, ob das so akut ist bei dir, dass du alles zu Hause rumliegen hast und weißt einfach nicht, wie es reingebaut wird. Verstehe mich bitte, wenn ich sage, man kann es am eingebauten Motor schlecht zeigen. Also warte noch ein bisschen, dann es wird kommen, aber es dauert noch. Martin Platz. Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich fahre einen Zafira BOPC. Kannst du mir sagen, ob ich den Motor nach oben rauskomme? Hab keine Hebebühne. Beim Zafira wäre es prinzipiell leichter nach unten. Ich würde aber auch fast behaupten, Das letzte Nachgefragt-Video ist 3 Monate her. Ich denke mal, dass du den Motor schon raus hast oder raus haben solltest. 3 Monate wären nämlich sonst echt arg lang. Ich weiß gar nicht, hatte ich drauf geantwortet? Ich glaube wohl, ne? Ja, hattest du. Okay. Ja, also so akute Fragen, dann müsst ihr ein bisschen verstehen, dass dann einmal im Monat so ein Video machen wäre ein bisschen doof, dann wäre es nämlich ja, 3 normale Videos, einmal so ein Nachgefragt-Video. Ja, wäre glaube ich ein bisschen viel. Deswegen mache ich die in unregelmäßigen Abständen, wenn eine gewisse Zeit einfach verstrichen ist. Ne? Jetzt diesmal waren es 3 Monate, zwischen den anderen 2 waren auch mal 6 Monate. Na, also es variiert. Deswegen kann ich also so fragen, sind dann immer ein bisschen doof, wenn die spät, also die kommen halt spät als Video, als Antwort. Opelana 1 hat noch eine Frage gestellt. Haben alle Astra H OPC einen Bordcomputer oder war das eine Sonderausstattung? Meiner zeigt eigentlich nur Reichweite und Verbrauch an. Eine Stoppuhr habe ich noch und einen Zähler für Liter, Kilometer. Hatte mal einen Astra F GSI mit BC. Ja. Der konnte irgendwie mehr. Ja, es gibt im Astra H OPC, wenn mich nicht alles täuscht, 3 verschiedene Bordcomputer. Einmal so ein ganz schnödes, kleines Ding, was nicht, ich glaube, es zeigt fast gar nichts an. Dann gibt es den ich bei mir drin habe. Der ist dann schon richtig mit hier so Durchschnittsverbrauch und aktueller Verbrauch und auch der Timer, der angesprochen wurde von dir. Dann irgendwie so Reisezeit können die, glaube ich, auch. Und dann gab es natürlich noch das große Farbdisplay mit Navi drin und sowas. Ist aber auch immer radioabhängig. Und wenn bei dir oben, wo war es links? Ja, links in der Ecke so ein Reiter, so ein Rechteck ist, wo nichts drin ist, und du kein Originalradio drin hast, dann fehlt da die Radiofunktion natürlich, das ist klar. Und je nach Bordcomputer dann auch das Navi und die Bedienung vom Bordcomputer teilweise. Deswegen also irgendwie CID gab es, GID und noch irgendwas. Das sind 3 verschiedene Bordcomputer im Astra HOPC. Die normalen Astras haben auch noch so einen ganz, ganz einfachen
Den haben ganz viele im Astra G und Astra F drin gehabt. Dieses super klassische Standardding. Dazu dann eine Uhr drin, also nur eine Digitaluhr. Und daneben stand dann eigentlich immer nur der Radiosender, der eingestellt war. Da man in den Autos aber zu 99% keine Originalradios mehr findet, ist das konstant, nur die Uhrzeit. Alles klar, dann sind wir da mit den Fragen auch wieder durch. Top. Hast du sonst noch eine Frage? Nein. Das sieht auch von meiner Seite aus. Ja. Ich habe eine. Für mich. Die kann ich auch ganz schnell selber beantworten. Ja. Ja, wann ist Feierabend? Jetzt. Bei weiteren Fragen schreibt die unten in die Kommentare. Wenn irgendeine Frage nicht so beantwortet wurde, wie ihr das gedacht habt, oder das irgendwie falsch drauf eingegangen war, zum Beispiel die Risse im Krümmer, auch in die Kommentare. Die Meinung zur Sommerpause könnt ihr mir auch mal schreiben, wobei ich die so oder so mache. Haha, haha. ja. War sonst irgendwas? PS-Days nicht vergessen. Na, also wenn ihr Lust habt, dass mein Wagen da steht. Ich weiß nicht, kann man da so eine Instagram-Seite zuspammen? Ich weiß nicht. Macht mal was mit OPC-Garage oder so. Wenn ihr es machen wollt, macht es. Ich hab's nicht gesagt. nein. Bis nächsten Samstag. Ciao.